träume immer von abnehmen. Es wird ein steiniger Weg. Nein, Sarah Halal, das wird kein steiniger Weg. Das wird für dich ein rolliger Weg. Aber das wird schon. Nutella mit oder ohne Butter? Ich weiß nicht, welche Psychopathen... Boah, ich habe das einmal mit Butter probiert. Das ist echt lecker. Ja? Wirklich aber lecker. Weißt du, dass du dir selber, bevor du das isst, sagst, dass du ein Stück Scheiße bist? Ich glaube nicht, dass das so funktioniert. Es funktioniert genauso. Genauso. Stellt euch vor, dass es ist jetzt ein Talk, der wird eure Psyche ficken. Ihre nicht, weil sie ist ein krasserer Psychopath als ich, aber ihr müsst es einfach mal probieren. Nein, hört mir zu. Ihr begibt euch doch auch nicht in so einen richtig dreckigen Ort. So eine richtig dreckige Hood, wo Leute vergewaltigt werden zum Beispiel. Das hat den Ruf. Worauf willst du hinaus? Würdest du da chillen? Reden wir immer noch über Butter und Nutella? Ja, aber würdest du in der Hood chillen? Ganz schlechter Vergleich. Würdest du in der Hood chillen? Würdest du nicht... Weil du auf deinen Körper Acht gibst. Und stell dir vor, du bist nicht in dieser Hood, du isst die Hood und gibst sie in deinen Maul rein und die ist in deinen Bauch und zerstört dich von innen. Das ist einfach dieselbe Scheiße. Viel Scheiße essen ist sehr schlecht. Und es gibt einen sehr wilden, wichtigen Grundsatz. Wenn du dich fragst, was darf ich essen? Alles, was du wirklich nicht mit der Hand erschaffen hast, quasi, sagen wir mal so, Butterkekse sind mit der Hand dann gemacht. Mit dem Kuchen, Mixer. Nudeln, dies, das, alles Mögliche so. Wenn das Essen möglichst roh aus der Natur ist, quasi, sei es jetzt Fleisch, Früchte, dies, das, alles, was quasi nicht eine sehr große Verarbeitung braucht, bis du das aufisst, das ist das Beste für dich. Das versuche ich auch immer am meisten zu essen. Wenn ich unterwegs bin, klappt es leider nicht oft, aber heute hat es geklappt. Heute habe ich nur 3 Bananen gegessen. Und 2 Proteinshakes. Haben wir noch was gegessen? Ah, Brezel. Eine beschissene Brezel, um nicht zu sterben. Hast du ohne mich eine Brezel gegessen? Gandhi, Mahatma Gandhi hat das mal gesagt. Er hat gesagt, wenn ich euch einen Advice geben kann, dann versucht einfach das Essen zu konsumieren, was quasi von Gott oder von der Natur erschaffen wurde. Seien das Nutztiere oder Früchte, dies, das. Also quasi das, was ihr wirklich so in der Wildnis findet. Das, wofür ihr keine extra Maschinen braucht, dies, das, das kann immer gut für dich sein. Es ist am Ende des Tages so mehr natürlich als sonst. Können wir bitte positive Themen? Das sind ergreifen? Alles positive Themen, nee, das die sind dir sehr helfen, deprimierende. Dich persönlich weiterzuentwickeln. Wenn ich jetzt ein Mensch mit Mind wäre, würde ich schon vieles mitnehmen und mich weiterentwickeln. Ganz wichtige Frage, wann fliegst du in den Urlaub? Es sieht nicht gut aus für den Urlaub. Ich habe heute Nudeln gegessen. Ja, Sarah, dein Bauch war ja auch nicht ganz billig. Das Ding ist ja, ihr denkt, fett werden ist leicht, aber das ist actually sehr schwer. Euer Körper wehrt sich gottlos dagegen. Aber ihr müsst euch vorstellen, genau wie beim Training man seinen Körper bis der wächst, weil das ist ja anomalisch, dass der Körper so breit ist. Wenn ich jetzt so ein Tarzan wäre, der auf Bäumen schwingt und so, kann sein, dass die Brust- und Rückenmuskulatur ausgeprägter wäre und Unterarme ist das, weil ich das wirklich täglich brauche. Aber wenn du normal auf Büro arbeitest, ist das und diese ganzen Muskeln nicht verwendest, musst du ja dein Leben ficken in diesen 2 Stunden Training. Deswegen, weil du im Rest des Tages diese Muskeln nicht brauchst, baut der Körper sie sehr schnell ab, weil dein Körper ist der größte und der undankbarste. Du trainierst wie ein Peach, 2 Jahre, du trainierst dann 2 Wochen nicht, du siehst aus wie ein Hund. Das ist das Problem, Bruder. Genau das, dass du immer so ein Stock wirst. Und das heißt, um fett zu werden, von diesem Stock, natürlich, es sei denn, Krankheiten, ist das ausgeschlossen, dass man wirklich nur von Essen fett werden, und da ist keine Esssucht, ist das einfach nur wirklich faul, keck, fett werden, so auf den. So einer schluckt mich nicht. Ein auf, ich weiß, es ist ungesund und ich fick mich absichtlich auf den Essen, okay? So fett zu werden, ist wirklich schwer. Also wirklich, versucht gesund zu essen. Ihr könnt alles kaufen, alles, was es gibt. Ja, ihr habt kein Geld, aber vergisst nicht, dass ihr denkt euch vielleicht, die meisten Probleme sind, weil ihr kein Geld habt, aber ihr könnt Geld noch immer verdienen. Egal wie unmöglich euch das erscheint, gibt es Wege, Geld zu verdienen. Aber wenn einmal eure Gesundheit gefickt ist, egal ob ihr Geld habt, nicht habt, dies, das, es gibt nicht mal eine Option, dass ihr wieder gesund werden könnt, in vielen Fällen. Deswegen achtet auf eure Gesundheit, Friends. Auf komplett korrekt. Das ist das Teuerste, was ihr habt. Und teurer als euer Körper ist eure Seele. Wenn eure Seele gefickt ist, spiegelt es der Körper wieder. Egal wie oft du dich in der Früh 2 Stunden lang schminkst und süß machst in deinem Körper, wenn deine Seele dreckig ist, wird das alles nichts nutzen. Irgendwann siehst du aus wie ein Peach.
Wie pflegt ihr eure Seele, indem sie sich erfreut? Seele ist kein Heuchler. Deine Seele erfreut sich nur dann, wenn du etwas Schönes tust, was positiv ist, was erfüllend ist. Und das ist meist in Verbindung gegen Geld. Das heißt, deine Seele ist gegen die Welt und gegen die Prinzipien und eigentlich nur das Gute, Saubere. Und du pflegst deine Seele nur dann, wenn du gute Taten tust. Verstehst du? Und wenn deine Seele gepflegt ist, wird dein Körper automatisch gepflegt sein, weil deine Seele formt ja deinen Charakter. Und dein Charakter, das heißt, wenn du deine Seele pflegst und sie schön machst, wird dein Körper, deine Ausstrahlung und dein Dasein auch schöner. Also, du hast mich so motiviert, dass ich jetzt aufhöre, Chips zu essen. Ja, wirklich. Die halbe Packung für gut. Ich dachte, das ist ein unnötiger Talk. Mhm. Nächstes Thema. Tja, so schnell kann man die Leute auf die normale Dings-Seite holen.